des globalen Wettbewerbs. Rom will sich nicht ziehen lassen, sondern selber das Tempo bestimmen. Mutige und kraftvolle Kardinäle müssen her. Die Biomedizin mit ihren Möglichkeiten zur Manipulation des Menschen rücken das Christentum in die erste Reihe der Verantwortung. Auf dem Wege in die globalisierte Welt werden Religion, Politik und Gesellschaft neu gewichtet. Wir erleben heute den historischen Akt einer neuen Herausforderung. In Rom erheben sich der Papst und seine Kardinäle gegen die galoppierende Runderneuerung der Gesellschaft. Und zwar nicht als Gegensatz, sondern als Achse kontrollierter Bewegung. Pilger aus aller Welt werden auf dem Petersplatz zusammen mit den Paderbornern ein großartiges Fest feiern. Assumens inter un duodecim cepit illis dicere, quae sint ei ventura, ecce ascendimus in Hierosolima, et finis homini. Attori! Viva! Generazione, misericordia edificata.
glaube, die Schützen und die anderen aus Paderborn haben dieses gute Wetter bestellt. Jawohl, wir haben es gut gemacht. Kardinal, noch einmal ein Oredo ausbringen, das in Rom erschallen soll. Ich bitte mit einzustimmen, unserem lieben, verehrten Kardinal ein dreifach kräftiges Hoido! 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 Anders als in der Politik hat die Kirche keine Wende zu vollziehen, sondern es geht um das Wachhalten und Beleben von Glaubensinhalten, die für alle Ewigkeit zu bewahren sind. Dazu ist jeder Einzelne innerhalb und außerhalb der Kirche aufgerufen. Dazu ermuntern Kardinal Degenhardt in seiner Audienz seine Paderborner Anhänger. Guida homini pars tuum.